Ja, meine kleinen Furzfeen, herzlich willkommen zurück zu, wie heißt das, Disney-Prinzessinnen märchenhafte Reise. Ja, wir beenden jetzt einfach mal Jasmins sehr, sehr schwieriges Level. Denn jetzt geht's richtig rund. Der Hintergrund ist rot. Jasmin hat schon wieder ein neues Outfit an in diesem kleinen niedlichen Porträt. Und wow, was wird uns nur erwarten? In Agrabah. Oh, ganz viele kleine Gänse. Oh, wie süß. Und die wackeln so doof. Das ist total niedlich. Oh Gott. Kann ich einfach für immer bei diesen Gänsen bleiben? Bitte. Bitte, die sind so süß. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Hier sind Gänse. Aber aus der Höhle der Wunder nur ein Trugbild. Geisterbox haben die echte gestohlen. Aber ich kann sie erst suchen, wenn diese königlichen Gänse in ihrem Stall sind. Wenn du willst, warum denn? Ich gebe mein Bestes. Warum kümmert sich Jasmin um sowas wie Gänse? Ist nicht irgendwie nicht unbedingt der Job einer Prinzessin? Setze deine Magie ein, um alle Gänse in ihren Stall zu bringen. Ich gebe mein Bestes. Mit etwas Magie kriegen wir bestimmt... Das hast du gerade eben auch schon mal gesagt. Warum wiederholst du dich, Hauptcharakter Chantal? Ich habe kurz überlegt, wie wir sie genannt haben. Chantal haben wir sie genannt. So, Gänsehüten. Gänsebrüten. Erstmal muss ich hier diese Truhe öffnen. Das ist viel, viel wichtiger. Okay, einfach so von meinem hotten Booty lassen die sich nicht besonders beeindrucken. Tada! Das war echt schwierig. Wow! Danke. Jetzt, wo die Gänse in Sicherheit sind, können wir die Lampe suchen. Oh nein, was ist das? Noch eine Gans? Oh nein! Oh, kleine Genie-Box. Wow! Crass! Diese Geisterbox können Phantombox erstellen. Du musst sehr vorsichtig sein, denn Phantombox können dir was antun. Besiegst du alle Geisterbox, verschwinden auch die Phantombox. Okay. Und vergiss nicht, die Lampen aufzuheben, die die Geisterbox fallen lassen, wenn sie besiegt wurden. Kleine Magic Lamps, das ist doch süß. Besiege die Geisterbox und hebe die fallen gelassenen Lampen auf. Und, Jago? Ja, der ist überall. Das ist doch so unser Stalker hier. Hex. Ich hämmer einfach nur auf die Leertaste. So. Achso, das war's schon. Okay. Juhu. Warum grinsen eigentlich alle so doof? Hast du aber auch Zeit, Abu? Du, sag mal, hast du schon mal solche Lampen gesehen? Leute, neben euch steht so ein Vieh. Die stammen aus der Höhle der Wunder? Wir sollten sie wundert das jetzt keinen irgendwie? Alles wieder gut. Höhle der Wunder. Gehe zur Höhle der Wunder. Was soll ich denn? Hallo? Was soll das denn? Warum war das noch da? Voll verarscht, ey. So richtig krass verarscht. Voll durchgebackt, das Teil. Das hätte doch schon längst verschwinden müssen, dachte ich. Naja. Guten Tag, guten Tag. Eine Truhe. Wir wissen immer noch nicht, was wir mit diesen Diamanten anstellen können. Egal, wir gehen jetzt einfach. Aber erstmal reden wir mit diesem Kind. Das ist bestimmt sehr, sehr wichtig. Schaut mal, seht ihr? Die macht's richtig. Wir stürzen uns einfach so hinter einem Glitzereffekt hinterher und laufen in ein kleines Schloss rein, wo wir uns dann in Bilder schmeißen, wo die uns dann irgendeine Welt katapultieren. Aber es hätte überhaupt nicht so weit kommen müssen, wenn wir dem einfach nicht gefolgt wären. Wie dieses Kind. Das ist sehr, sehr vernünftig. Man sollte auch als kleines Kind nicht mit Fremden reden. Warum machen wir das? Warum laufen wir irgendwelchen Fantasiegespinsten hinterher? Das ist total doof. Ah! Wir sind hier. Aber was fangen wir mit den Lampen an? Mal sehen. Ich glaube, wir sollten versuchen, sie auf die Podeste zu stellen. Wow, das ist ja total abwegig. Kannst du die Lampen aufstellen, Abu? Nein, ich kann das nämlich nicht. Ich bin ein kleiner dummer Affe. Ich vertraue dir, aber wir müssen die erste Lampe gemeinsam aufstellen. Warum denn? Abu hält eine bunte Lampe hoch. Du kannst auf jedem Podest eine linke Umschalttaste, ein Z und ein X erkennen. Ah. Umschalttaste Z und X. Warum denn diese Tasten? Oh.
möchtest du also die grüne Lampe auf das grüne? Ja, ich hab's verstanden. Das sind irgendwie umschaltet. Warum denn ausgerechnet? Warum nicht Y? Das ist wenigstens irgendwie nebeneinander, more or less. Aber das ist echt strange. Lege die Wunderlampen an die richtige Stelle. Okay. Hui, das wird jetzt echt schwierig. Das ist Z. Puh, Glück gehabt. Das ist da vermutlich die Umschalttaste. Oh, kommt jetzt etwa X? Es kommt X. Das ist ja unfassbar. Boah, das war echt anstrengend. Boah, danach brauche ich erstmal Beruhigungsbier. Jetzt sollte Agrabah vom Bockzauber befreit und alle Trugbilder fort sein. Wir haben diese drei Lampen aufgestellt und jetzt sind die alle weg und alle Trugbilder sind weg und es ist alles wieder gut. Was sind das denn für krasse drei Lampen? Ja, aber du warst eine große Hilfe. Guck mal, ich bin ein kleiner Apfel und hab noch falsch gemacht. Einen treuen Freund zu finden ist ein großes Geschenk. Danke, Prinzessin Jasmin. Ich fürchte, es ist Zeit zu gehen. Es wartet noch mehr Arbeit auf uns. Gut. Auf Wiedersehen und gute Reise. Tschüss. Ja. Das war unser fantastisches Abenteuer bei Jasmin Agrabah. Wir sind fertig mit diesem Kapitel. Feuerwerk, Spaß und Freude und eine neue Freundin, die wir auf dem Weg kennengelernt haben. Das ist ja super. Wir haben aber noch genug Zeit, um einen Blick in das nächste Level zu werfen. Und wen wundert's? Dieses Amulett, dieses Sailor Moon-Ding, was wir um den Hals tragen, ist wohl für diese ganzen Welten repräsentabel. Wir haben die Sternchenwelt freigeschaltet, also durchgespielt. Also, naja, irgendwie so durchgespielt. Yeah! Okay, wir können jetzt zu Ariel. Bei Ariel habe ich Angst, dass das so eine Unterwasserwelt ist, die dann voll scheiße ist. Ich glaube, Schneewittchen war voll schwer, ne? Da kommen wir gar nicht erst hin. Belle ist so krass, die hat sich einfach abgesperrt. So, dachte sich so, nee, nee, die darf nicht zu mir hin. Cinderella und... Ach, das haben wir schon? Entschuldigung. Ich glaube, ich bin allergisch gegen Cuteness. Gehen wir mal Cinderella gucken. Wie schwierig ist das denn bei dir? Normal. Ja, normal kriegen wir bestimmt hin. Wir sind ja richtig geübt jetzt. Wir sind jetzt Meisterprofis des Zauberns. Das kriegen wir hin. Ui, die sieht aber ein bisschen dicker aus, aber eigentlich ganz süß. So, Hex, Hex und es wird niemals Mitternacht. Ah, die Mäuschen. Ah, okay, wir sind also in der Stadt, wo sie herkommt. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie auf dem Ball oder so. Oder wir müssen ihr beim Kleidchen nähen helfen oder keine Ahnung. Die halten die Zeit an. Alter, diese Borgs sind ja richtig overpowered. Bei Jasmin haben die Trugbilder erstellt. Jetzt halten die Zeit an. Offenbar steht die Zeit in diesem Land still. Tiere, Menschen, krasser Scheiß. Dinge sind betroffen. Aber keine Sorge, mit deiner Magie kannst du die Zeit wieder weiterlaufen lassen. Eine Berührung mit deinem Und wir wiederum sind auch ganz schön overpowered, wenn wir einfach alles wieder negieren können und alles wieder richtig machen können. Sie heißen Jack und und sie sind gute Freunde von Cinderella. Ja, kleiner Jack. Ah, sind die süß. Nö, ich sammle erstmal Diamanten ein. Oder sollen wir zuerst zu denen? Nee, ne? Nö. Helfen wir erstmal dem anderen hier. Guck mal hier, dem Blumentopf. Dem müssen wir unbedingt helfen. Hui. Ah. Hex, Hex. Hex, Hex, warum ist hier ein Waschbär? Vielen Dank, junge Dame. Ich möchte dir zum Dank diese Ich dachte gerade, das wäre... Sie, die mit einer männlichen Stimme redet, aber es war der Typ, den wir gerade gerettet haben. Hex, Hex, Pferd. Gern geschehen. Guck mal, hier ist sogar noch ein Diamant, den ich übersehen habe, weil ich blöd bin. Hui! Hex, Hex! Jetzt zaubern wir aber auch blau, weil wir in der Cinderella-Welt sind. Schau mal, ein Mädchen. Nur krass. Stimmt, ich bin ein Mädchen. Geht's euch beiden gut? Ihr seht aus wie eingefroren. Böse Grünlinge jagen Mäuse. Jetzt heiratet Cinderella nie. Oh nein, warum nicht? Warum kann Cinderella nicht heiraten?
Mäuschen zu ängstlich, Einladungen zu verteilen. Vielleicht kann ich helfen. Ich würde gerne die Einladungen für euch verteilen. Natürlich möchten wir das. Wir möchten ja auch das nur nett. Dieses Level durchspielen. Und offensichtlich müssen wir das jetzt tun. Ich lege eine Einladung in jeden Briefkasten der Stadt. Vor einem Moment, sie sind dann doch so weit, dass sie schon irgendwie heiraten kann? Hä? Muss ich erstmal den Prinzen kennenlernen? In welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns hier? Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Aber gut, wir spielen jetzt Postbote. Warum können wir das nicht auch mit so einem magischen Dreher machen? Und dann fliegen die Briefe überall durch, wie so bei Harry Potter. Natürlich ist es nicht hier oben, es ist da unten. Na? Hui! Oh, hier ist auch nochmal so, guck mal, Zeitstehzeug. Ne, komme ich nicht ran, keine Ahnung. Wo ist denn auch so ein Briefkasten? Irgendwo übersehen. Ich glaube nicht, dass wir nämlich hier hin müssen. Obwohl hier Diamanten sind. Und Pferde. Ach, schaut mal, die Kutsche. Ja, Mensch. Wo ist denn noch ein Briefkasten? Ich glaube, wir sind viel zu weit. Wo ist der eine Briefkasten? Huhu, ich bin's, eure Postbotin Chantal. Ich habe ein paar tolle Briefe für euch. Ein bisschen Werbung direkt, um sie ins Altpapier zu schmeißen. Total super. Ey, aber die respawnen doch diese Diamanten, oder? Ich habe die aber nicht übersehen gerade. Ah, schaut mal, hier ist der letzte Briefkasten. Ich sehe es doch, du bist hungrig für eine letzte Einladung. Ich wusste es. Fertig. Hurra! Das erzählen wir Cinderella im Schloss. Hier lang. Du musst Jack und Carly helfen, ins Schloss zu kommen. Bleib nahe bei ihnen, falls die Box ihnen den Weg versperren. Mäuse wird eindeutig Korte gemacht. Oh, Mäuse-Eskorte klingt schon niedlich. Ja gut. Dann hinterher. Oh, böse Grünlinge. Oh nein! Hex. Wie viel halten die denn aus? Geht doch. Weiter geht's. Mäuschen. Bam, ba, 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 ba. Da, 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 da. Nein, ihr bösen Grünlinge, nein. Wo laufen die denn hin? Bleib stehen. Verzieh dich. Ich glaube, ein Schlag reicht auch schon, weil die dann irgendwie noch 10 Jahre sich einen Kopf fassen und verschwinden. Mal testen. Okay, ich glaube, ich muss sie dreimal treffen. Vielleicht auch nur zweimal. Egal. Draufhämmern auf Leertaste macht viel mehr Spaß, als denen beim Verschwinden zuzugucken. Habe ich zumindest gerade beschlossen. Was sollen wir mit diesen Diamanten? So, da sind wir auch schon beim Schloss. Das ging ja flugs. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was muss ich jetzt tun? Auf die Leertaste hämmern! Jawohl! Bäm, 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 bäm! Tada! Wir sehen, ihr bösen grünen Wesen. Die heißen Box. Das war großartig. Setze jetzt deine Magie am Tor ein, um die Ranken zu schrumpfen. Okay. Hex, Hex! Juhu! Und erneut! Irgendwem geholfen. Yay! Gut, sehr gut. Mäuse müssen Cinderella finden. Folge Jack und Carly ins Schloss. Okay. Öffne die Tore. Auftrag erledigt. Ich dachte, das steht immer nur meine nächste Aufgabe. Ab ins Schloss! Ah,
da hängt aber auch schon... Ach, das ist tatsächlich Cinderellas Schloss. Das ist ihr höchstpersönliches Schloss. Die lebt da schon und ist schon Prinzessin. Alles klar. Hallo, ich bin Cinderella. Danke, dass du meinen Freunden geholfen hast. Gern geschehen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Weißt du, was hier passiert ist? Warum sind alle eingefroren? Das muss irgendwas mit den Wesen zu tun haben, die vor ein paar Stunden aufgetaucht sind. Seitdem verhält sich die Zeit in diesem Königreich sehr sonderbar. Wenn wir das nicht wieder hinkriegen, muss ich meine Hochzeit verschieben. Oh, keine Hochzeit. Aber warum, Cinderella? Es ist wegen dem Bauern, Jack. Er sollte das Essen für die Hochzeit bringen. Aber es hat ihn schon lange niemand mehr gesehen. Er ist tot. Wenn du willst, könnte ich ihn suchen gehen. Das würdest du tun? Das wäre mir eine große Hilfe. Sein Hof ist gleich rechts vom Wald, außerhalb der Stadt. Ich hoffe wirklich, dass du den Bauern noch rechtzeitig zur Hochzeit findest. Ganz schön langes Kapitel hier mit Cinderella. Ich hoffe wirklich, dass du den Bauern noch rechtzeitig zur Hochzeit findest. Oh ja, das hoffe ich aber auch. Mit meiner Magie kann ich ihn bestimmt finden. Oder auferstehen lassen. Vielleicht ist er auch schon tot. Und versauert gerade in seiner kleinen Hütte. Ich will das da haben. Wie komme ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Verdammt. Ah. Na gut. Müssen wir jetzt irgendwie hier hin? Sehr, sehr niedliche Bilder auch in der Wand. Wir müssen den Bauern suchen. Deswegen gehen wir noch tiefer in den Palast rein, um den Bauern zu suchen. Hä? Ah ne, wir sind draußen. Okay. Ja, ab. Wir müssen hier den Bauern suchen, aber wie? Oh nein, Grünlinge! Nein! Oh, nein, nein. So. Hallo, ich suche einen Bauern. Kannst du mir helfen? Oh. Als Beweis für meine Dankbarkeit. Oh Gott, das ist dieselbe Synchronstimme. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten heute. Oder in den letzten paar Folgen. Das ist ja dieselbe Synchronstimme, die Mimi aus Digimon spricht. Aber genau dieser selbe Tonfall. Bitte nimm diese Edelsteine. Ba-ba-ba-ba. Das war Mimi, Alter. Krass. Wow, voll die Promi-Besetzung hier in diesem fantastischen Spiel. So, ja, da laufen wir ein bisschen verrückt durch die Gegend. Da ist eine Bauersfrau und ein Gnom, der erstmal ein Pferd ärgert. Boah. Und einen friert, wie gemein. Dir zahle ich's heim. Aua, okay, das... Nein. Nein. Hä? Ich hab die ganze Zeit Leertaste gedrückt, die hat sich trotzdem gedreht, doofe Kuh. So, Hex, Hex. Hex, Hex. Alles flotti Karotti. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Kann ich eigentlich irgendwie springen und ich weiß es nicht? Das ist schon irgendwie so ein dummer Knopf für Springen oder so. Okay, keine Ahnung. Zurück. Ich mache mir Sorgen. Wow, dein Bruder wird bestimmt auch der gleiche Mensch sein, den wir suchen. Und zwar der Bauer. Gehen wir mal gucken. Ab in den Wald. Böse, dunkel. Uiuiui. Oh nein, wir haben ja so Angst. Wir sind ja nur ein kleines Mädchen, was Angst im Wald hat. Alter, ich hatte als Kind keine Angst im Wald. Ich habe mich zwar da ständig verlaufen, aber... Immer diese Klischees. Nein, das Eichhörnchen ist eingefroren. Dem müssen wir unbedingt helfen. So, wo ist denn der gute Bauer? Ich möchte gerne noch dieses Kapitel in dieser Folge abschließen. Weil wir dann auch einen Checkpoint erreicht haben. Hase und Eule. Wir kommen da irgendwie hoch, ne? Aber... Ist hier irgendwo so ein...
Option, so Steuerung oder so? Nee, ne? Nee. Ist auch nicht hoch. Wir können ja springen. Also ich drücke gerade original auf alle Knöpfe auf dieser Tastatur und sie springt nicht. Okay, keine Ahnung. Es wird uns für immer ein Geheimnis bleiben, wie wir als Chantal irgendwie springen können. Unspringbar. Ein bestes Jump'n'Run auch, so, wo man nicht springen kann. Können wir hier durch? Offensichtlich nicht. Offensichtlich müssen wir hier lang. Mit unseren 369. Ach, guck mal, hier ist er. Hallo. Werter Herr, wir... Ach nee, sind gar kein Bauer. Ah, oh, ich hätte dich nicht befreit, wenn ich nicht wüsste, dass du kein Bauer bist. Mann, Mann, Mann. So, das sieht doch nach einer Farm aus. Das sieht doch sehr, sehr richtig aus. Bauernhof. Oh nein, die Kürbisernte. Oh, die wackeln doch alle gleich in diesem Spiel. Hey, Macarena. Sie dürfen nicht explodieren. Wird ein Kürbis zu groß, setze deine Magie ein, um ihn auf normale Größe schrumpfen zu lassen. Der wird zu groß? Aber sind große Kürbisse nicht total geil? Ist das nicht voll gut zu essen und so, weil man dann ganz, ganz viel Kürbis hat? Ich nehme an, wir haben noch dieses Minispielchen, dann ist es vielleicht vorbei. So, hallo? Hex, Hex! Hex, 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 lass die Kürbisse in Ruhe! Oh, hier noch. Zack. So, ich zahl's dir heim. Vor allem der Bauer, mit dem ist gar nichts passiert. Ich dachte, der ist irgendwie eingefroren oder so, aber nein, der steht einfach nur hier und ist faul. Sis! Wärst du losgefahren, hättest du gar kein Problem mit diesen grünen Viechern. Aber nein. Na komm. Wow, heute eine Folge in Überlänge. Ich habe einfach original nur auf Leertaste, das ist fantastisch. Los, erzählt euch! Warum ist dieses Spiel jetzt so lang? Die ganzen Minispiele davor waren so super kurz. Warum dauert das hier jetzt so 5 Minuten gefühlt? Zumal es wird auch nicht mal schwieriger oder anstrengender. Ich meine, natürlich wird es das nicht, aber hätte es eine kleine Kurve, wäre das, glaube ich, auch für Dreijährige spannender. Aber naja, was weiß ich schon. Ich bin ja nur mental 3. Juhu! Juhu! Du hast es geschafft! Geil, ne? Ja! Freust du dich, ne? Ja, ziemlich. Auftrag erledigt! Kürbisse bewacht. Danke, dass du meine Ernte gerettet hast. Jetzt, wo mein Hof wieder sicher ist, kann ich das Essen für Cinderellas Hochzeit ausliefern. Puh, Gott sei Dank. Yay! Feuerwerk, Ende des Kapitels. Ja, das war Cinderellas erstes Kapitel von 3. War einiges länger, als ich gedacht hätte. Es war länger auf jeden Fall als das von Jasmin. Ja, und damit würde ich mir einfach mal diese Überlängenfolge beenden. Ich hoffe, es hat es dazwischen gespeichert. Ich würde auch, weil das eine Überlänge ist und ein anstrengenderes Let's Play, euch gerne mal um eure Meinung fragen. Soll ich das Ding hier weitermachen oder soll ich mit meinen eigenen geheimen Plänen meiner Let's Play-Reihe weitermachen, sage ich mal. Also ein neues Spiel beginnen. Ich möchte einfach mal dazu wissen, ist es euch egal? Wollt ihr das hier mehr davon sehen? Wollt ihr... möchtet ihr mich töten dafür, dass ich das hier angefangen habe? Lasst mal eure Meinung da oder schreibt mir eine Nachricht oder so. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und sage einfach mal schönes Wochenende, ihr lieben Leute. Ich mache jetzt für diese Woche aus.
Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge von irgendwas wieder. Bis dahin, sag ich. Hex, Hex!